Hast du den Zug aus? Ist das Zugfenster noch an? Nee, ich habe gerade alles geschlossen. Ich muss nochmal aufs Depot. Dann den Zug anklicken. Da geht das Zugfenster auf. Das Zugfenster ist immer offen, solange bis du den losgeschickt hast. Also ich habe es zugemacht. So, oh. Warte, jetzt probiere ich es nochmal aus. Zack. Dann ist er an. Ah, alles klar. Vorne auf den Zug klicken, ja, habe ich. Und dann hast du unten steht dann bei dir angehalten. Ja. Ja. Und da drückst du drauf und dann fährt er los. Ah, alles klar. So, ist hier. Cool, warte, ich muss das erstmal fix mit dem anderen noch machen. Zack. Und los geht's. So, ja, habe ich jetzt. So, und dann kannst du im Prinzip verfolgen, das Zugfenster noch nicht zumachen. Okay, zu spät. So, ja, Zugfenster, Zug 2 ist wieder offen. So, du hast unten dieses weiße Blatt. Ja. Unter den Aufträgen. Drück da sehe ich, was, ob leer oder was weiß ich es. Da siehst du die Zugdetails. Wie alt ist das Fahrzeug? Ja? Wie schnell ist es? Und so weiter und so fort. Aber das weißt du ja schon vom Kurve. Also es ist relativ uninteressant. Lediglich das Jahr ist interessant. Hinten in Klammern steht, wie viele Jahre der ist. Also wie viele Jahre der alt ist. Wenn er drüber ist, wird er dann das Spiel sagen, hey, dein Zug ist zu alt. Du mal einen neueren einsetzen oder so. Hm. Ja. So, unten siehst du dann, wenn der im Bahnhof steht. Was Zuverlässigkeit? 94%. Ja, das wird mit Sicherheit bei dir gerade ausgeschalten sein. Das ist standardmäßig ausgeschalten, das musst du dann einschalten, denke ich. Da steht da, Zuverlässigkeit, 94%. Ja, die können ja auch Pannen haben. Achso. Aber das ist nur, wenn das im Spiel eingestellt ist, dass die Pannen haben dürfen. Dann fallen die auch mal aus. Jetzt sind es bloß noch 93%, es geht aber relativ schnell. Und die tun dann mit 94%iger... Was weiß ich, also tun die dann auch mal ausfallen oder so. Also mit 94% läuft er dann durch und die restlichen 6% wirst du dann innerhalb von einer Zeit dann mal geht dann unten ein Fenster auf, da steht dann, dein Zug ist kaputt oder so. Oh cool, ich habe Einnahmen gemacht. Geile Scheiße. Ja, nee, du hast es sogar angeschalten. Guck mal auf meiner Zugstrecke. Warte, ich gehe mal rüber, ja. Mist, das ist gerade vorbei. Da hat er das hatte gerade hat einen Schnaufer gehabt. Ja, ich hab's gesehen. Ja, der hatte gerade eine Panne und da bleibt er. Alter, ich baue die Straße und du nutzt die? Ja, das geht. Straßen funktionieren. Ich muss da mal was wegreißen. Nee, ist ja kein Ding. So. Könnte ich jetzt hier eigentlich ein Zugdepot ansetzen? Ne, geht nicht. Verbindet auch nicht. Dies gehört jemand anders. Eigentum von was? Von wem? BHM. Ja, von der BHM. Aha, von der BHM. Bring heim mich. Bring mich heim. Ne, bring heim mich. Achso. So, wie war das jetzt mit der Übersicht? So, das ist dein Shade Transport Finanz. Mhm. Aha, was war das hier? Subvention. Ich eigentlich, was du schon so gemacht hast. Minus 8, bei mir sieht es auch genauso aus. Von der Bank geliehenes Geld kann nicht abgegeben werden. Aber ich habe doch eigenes Geld eingenommen. Ja, du hast aber noch Kredit. Oh, den zahle ich ganz bestimmt nicht so schnell zurück. Arsch. Wenn du dann auf deinen Bahnhof klickst, siehst du auch, wenn der zum Beispiel Zeug da lässt. Ne? Also wenn da mehr Waren drinne verbleiben, wie dein Zug abholen kann, dann möchtest du halt nochmal einen Zug zusätzlich einsetzen oder so. Wird jetzt bei dem Bauernhof ja nicht so schnell der Fall sein. Ja, bei meiner Mine zum Beispiel ist es so, die lädt so schnell Kohle rein, wie mein Zug abholen kann.
trotz der kurzen Strecke. Da kann ich dann hier einfach eine neue fahren lassen. Noch eine zweite, mache ich dann zu probieren. Über die Schienen gar keine Gleise setzen. Keine Straße. Über die Schienen Straße setzen. Nur über Gerade. Ah, okay. Das funktioniert nur über Gerade. Also du musst ein gerades Stück Schiene haben. Dann geht's. Oder du baust eine Brücke. Das müsste auch gehen. Brücke? Ja, gut, das sehe ich gerade. Ja, jetzt bin ich immer hoch. Jetzt versuche ich immer über die Gerade zu kommen. Ja, das geht. Vorsicht! Wenn dein... Also ich vermeide es immer, über Bahnübergänge Straßen zu führen. Was sagst du mir jetzt? Nee, du kannst das ruhig machen, ist kein Problem. Früher war es nämlich so, wenn dein Fahrzeug eine Panne hatte und das bleibt... Das war mit 100%iger Sicherheit früher immer der Fall, dass das auf der Bahngleise stehen blieb. Ja. Da rauscht der Zug an und da gibt es einen Unfall. Super. Das kann man sogar provozieren. Richtig finster, richtig gemein. Ich könnte jetzt ein Fahrzeug hier losschicken und könnte das jetzt hier anhalten lassen. Ja, super. Ich weiß gar nicht, ob das doch so einfach funktioniert. Ich weiß nicht. Was war denn das jetzt? Post und Warn. Oh nee, mein Bus hat gerade eine Panne. Was solltest du dringend ausstellen? Ach du Elend, wie viele Passagiere sind hier bitte drin? 500! Bei was? Hast du Passagiere mit hin und her? Ich habe hier so einen Busbahnhof gebaut. Aus Richtung Depot? Wo ist denn hier ein Busbahnhof? Ach, Busbahnhof, da sehe ich es gerade. Passagiere. Lohnt sich das hier so? Ich baue das jetzt mal. 500 Passagiere lohnt sich. Busbahnhof kann nicht gebaut werden. Ebenes Land. Oh. Werden wir gleich mal noch ein paar Busse einsetzen. Gebäude muss erst abgerissen werden. Oh, ich sehe aber das von oben nicht. Kann man die Karte nicht drehen? Nee. Scheiß, du kannst, altes wenn Spiel. Dir Gebäude. Wenn dich Gebäude nerven, kannst du die hier. Na, mal eine kurze Frage. Solltest du so weit es geht, viel Häuser im Busbahnhof Einzugsbereich sein? Ja. Dann muss ich hier ein Haus abreißen. Das ist genauso wie mit der Ladestation. Ja. Na? Es sollten so wie möglich drin sein, aber ich empfehle nicht zwingend, die abzureißen. Aber dann habe ich doch... Du kannst die allerdings, du hast die Möglichkeit, das gab es in den alten Versionen nicht... Wenn du auf den Busbahnhof klickst, hast du doch hier nicht nur Busbahnhof, sondern du hast doch hier daneben noch zwei. Ach hier, das, was über diese Straßen geht. Ja, genau, das sieht aus wie Haltestellen. Sind das bloß Haltestellen oder sind das richtige... Ja, es sind halt Busbahnhöfe, umdekoriert zu Haltestellen, die du direkt auf die Straßen platzieren kannst. Gut. Das geht, also so kommst du zumindest... Busbahnhof kann nicht gebaut werden. Grenzt an mehr als einer vorhandenen Station. Ja, daneben darfst du, direkt daneben darfst du nicht setzen. So ein Arsch. Wenn du hier nämlich zu viele Gebäude abreißt und du drückst mal auf dieses Stadt, auf, direkt auf diesen Stadtname. Ja. Da geht ein Fenster auf von der Stadt. Ja. Da siehst du die Einwohneranzahl, die Häuser, bibabo. Und dann hast du unten Stadtverwaltung. Und da geht unten drunter, vorzugsweise, geht unten drunter zum Beispiel oft die Bewertung deiner Transportfirma. Mhm. Steht jetzt gut und bei mir steht ungut. Ja. Und da kannst du zum Beispiel unten sagen, was weiß ich, Werbekampagne, neue Gebäude finanzieren und so, Käse. Ist aber am Anfang, brauchst du das nicht. Alles klar. Ja, gut. Allerdings, wenn das Gut sich in schlecht ändert, ja, dann kannst du hier keine Bahnhöfe mehr bauen in diesem Stadteinzugsgebiet. Mhm. Und das umfasst nicht nur die Stadt alleine, sondern auch hier den umliegenden Bereich. Also das, was halt zu der Stadt gehört, zum Beispiel die Mine, rings um die Mine zum Beispiel und so weiter und so fort.
So, das sollte möglichst immer im relativ mittelmäßigen bis schlecht geht, glaube ich, auch noch. Bewertung schlecht, kannst du noch Bahnhöfe bauen. Aber sehr schlecht geht zum Beispiel schon im Meer. Ach, jetzt hier ein neues Fahrzeug da. Was brauche ich jetzt für Passagiere? Bus. Einfacher Bus, hä? Genau, ein Bus. Gibt's auch nur den E, da gibt's nichts anderes weiter. Momentan gibt es nur den Kohlenlaster. E. Ja. Gibt es dann später, gibt es noch andere. Fahrzeug kaufen. So, jetzt haben wir das Fahrzeug. Jetzt hast du gesagt, muss man auf den Pfeil klicken. Fahre zu da und dann fahre zu. Da gibt es keine Straße. Da, das geht nicht. Ich muss echt meinen eigenen Busbahnhof nehmen. Das wäre natürlich aber schön, wenn man auch miteinander trotzdem arbeiten könnte. Ja, da kann ich schon nicht sagen, ob das und wie das funktioniert. Also ich kenne es nur vom Inselspieler, das Game. Im Multiplayer habe ich es noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Ich glaube, da gab es auch gar nicht die Möglichkeit. Ich glaube, das gab es nur über LAN, wenn ich mich nicht täusche. Das ist jetzt so mit dem Internet, kenne ich jetzt nur von dieser Open-Version her. Ja. Das muss ich mal ganz klar sagen. Das gab es so früher, glaube ich, gar nicht. Und wenn dich die Gebäude auf den Ke wenn dir die Gebäude auf den Keks gehen, kannst du die zur Not noch transparent machen. Wenn du auf das Zahnrad gedrückt hältst, hast du oben die Einstellungen und hast da dann unterhalb dann die letzte Einstellungssache. Da steht Transparenzeinstellung. Da ist so Ah, ein, alles klar, ja, ich sehe es. ja, da geht so ein Fenster auf und da kannst du, wenn du zum Beispiel auf die Bäume drückst, die Bäume unsichtbar machen. Oder kannst du ganz ausblenden, indem du unten den Button drückst. Ja, kannst du transparent machen, du kannst aber auch ganz ausschalten. Also von transparent auf ganz aus. Schöne Sache. Dort ist das der Bus. Nee, ich muss zeitlich abtakten. Und es kann, oh, wie sie gesagt hast, passieren, dass wenn der Bus auf die Gleise steht und er zukommt, dass es dann, naja, mit einem Zug gewesen sein kann. Wann war es das mit dem Bus und mit dem Zug? Alles klar. Ja? Jetzt würde es näher sagen können. Weißt du, du sagst, nee, das kann man nur durch gerade gehende machen und. Ja, kann man auch nur durch gerade. Du hast Ja, ja nicht jetzt aber gleich gesagt. sagen können, aber. Mach Du lieber hast eine ja Brücke. nicht gefragt, kann ich ja auch drüber bauen? Nee, ich habe nur gefragt, kann man bei einem schrägen keine Gleise ziehen? Aber hey, so oft hat der Bus doch keine Panne. Wie viele Die haben doch Busse eine. fahren denn bei dir? Die haben doch eine zuverlässige Viere oder so ähnlich. Ich muss die ganzen scheiß Passagiere abholen. 500 sind hier drin. 650. Muss erst mal wegkriegen. 100 Passagiere. 105. Ach du Scheiße. Der, das ist Witz. Das ist, wenn du dein Busbahnhof zu sehr ins Zentrum baust, dann kommen bei so einer großen Stadt eine Menge Passagiere zusammen. Aber hey, der Bus, der hat auch eine Zuverlässigkeit von, was haben wir denn hier, so 93%. Der eine hier hat eine Zuverlässigkeit von 83%. Das geht noch. Ne? Ich hatte früher immer das Pech. Oh, jetzt kommt gerade ein Bus und. Das war schon knapp bei dir gerade. Ich hab's gar nicht hingeguckt. Ich hab gar nicht hingeguckt. Der Bus war noch auf der Gleise und da kommt schon der Zug an. Astrein. Spitze. Du kannst auch zurückbauen. Wenn du Straße baust, ne? Wählst du die Straße aus, also wenn du jetzt nur die Straße zurückbauen willst, wählst die Straße aus, die jeweilige Richtung und dann hast du hinten das Raupensymbol. Ja, ich weiß schon. Habe ich vorhin schon gemacht. Ja, zum Beispiel das ist halt nicht mein Eigentum, kann ich Och, nichts Alter, machen. ich muss erst mal kurz hier.
Sorry. So. Demonstrier das mal. Zack. Was? Dies kann nicht entfernt werden, nicht erlaubt, während das Spiel angehalten ist. Gut, dann machen wir weiter. So, an, hier ist die Straße. Oh, jetzt habe ich doch schon weggemacht. Ich habe doch schon. Okay. So. Zum Beispiel. Alles klar. Wer ist die sicherste Möglichkeit? In einer Großstadt muss man dann aufpassen. Wenn die Städte dann anfangen, sich richtig gut zu entwickeln, immer größer werden und dann deine Schienen mit einnehmen und so ein Mist, dann musst du aufpassen, wo deine Busse noch lang fahren. Alter. Das hast du dann irgendwann mal eine Meldung, Unfall. Unglück oder wie. Wieso habe ich ein Minus da stehen? Ach, durch den Kredit bestimmt, ne? Ja. Was Minus? Wo war's denn? Hier, Finanzen. Ja, du hast halt insgesamt Minus durch deinen Kredit. Und unten deine Einnahmen, also deine Gesamteinnahmen von dem Jahr, sind natürlich auch Minus, wenn du oben investierst. Siehst du ja. Ja. Ich glaube, da müsste es bei mir mittlerweile rosiger aussehen. Ja, ich bin schon bei 15.000 im Plus. Hä, wie das? Na, meine Einnahmen belaufen sich, meine Zugeinnahmen belaufen sich schon bei 42.000. Baukosten 10.000. Einnahmen Züge 90.000. Einnahmen Fahrzeuge 6.000. Ja, ich mache halt zu viel Minus momentan. Ja, ist klar, aber du brauchst halt neue Fahrzeuge, um Einnahmen zu machen. Ja. Wird's bei dir noch geben. Am Anfang kann man kann auch viel mit Personentransport machen. Durchaus. Es lohnt sich durchaus auch einen Personentransportzug zu machen. Von der einen in der anderen Stadt. So, wir könnten ja mal gucken, im Subventionsfenster zum Beispiel. Wenn du das aufmachst, hast du jetzt zum Beispiel schon ein paar Subventionen drin. Was? Betriebsgewinn? Nee, Subvention, das ist so neben dem Bahnhofssymbol. Relativ weit vorne. Zwei nach der Karte. Subvention, ja. Du hast jetzt so vier Subventionen drin, zum Beispiel, da will hier die Stadt, die erste Stadt will. Ach du Ene, das ist eine große Stadt. Ich marschiere von hier nach. Hallo? Von hier nach da. Wo ist das? Lass mal gucken. Von dem einen Ende. Zum anderen Ende. Des Kontinents zum anderen Ende. Wenn du mal jetzt zum Beispiel einen Zug machen und da kriegst du zum Beispiel schon mal das Dreifache vom Geld. Also, das heißt, wenn du den Zug hier und den langen Zug voll beladen losschickst oder so und du machst mit dem schon 20.000, kriegst du schon 6.000. Pro Zugwart. Man muss halt auch investieren, ne? Also, ist klar, versteht schon selber. So, ich könnte aber auch mal eine kleine Pause gebrauchen. Ich muss nämlich mal aufs Töpfchen. Und ich würde gerne eine rauchen. Ja. Ich würde sagen, lass mal das erstmal gut sein für jetzt. Ja, ist mal eine schöne Erklärung gewesen. Ich sag mal, für einen Start würde ich gerne nochmal anders anfangen, logischerweise. Ja, ist nur erstmal, um so ein bisschen zu zeigen und so. Ja, da können wir ja beim nächsten Mal, vor allem müssen wir ja nicht unbedingt an dem Ort. Ich sehe, es gibt Nachteile. Starten. Es gibt Nachteile, ist richtig. Man könnte auch die Karte etwas kleiner gestalten, durchaus möglich ist. Ja. Das macht die ganze Sache interessanter. Ah, doch, ja, ich denke, das können wir machen. Gut, wir sind eh schon bei einer Stunde Aufnahme, Stunde 5. Oh, mach ich eine Wochenaktion draus? Ich überleg's noch. Vielleicht, ich mach da 2-3 Folgen draus. 30 oder 20 Minuten will ich noch, ne? Werden wir sehen. Genau. Mit den Worten, mit meinem dicken, fetten Minus auf der. Oh, ich zahl das mal alles zurück. Kann ich das? Kredit kann nicht gekillt werden. Erfordert 40.000. Oh.
Wo steht denn, wie viel Kredit ich noch zahlen muss? Kredit 560.000. Oh, ich habe doch gerade so viel zurückgezahlt. Wenn ich jetzt alles, wenn ich jetzt alles zurückzahle, wie viel muss ich dann noch bezahlen? 100.000 muss ich jetzt noch bezahlen. Warte mal, das will ich jetzt nochmal sehen. Warte. Keine Einnahmen, immer weniger. 60, 30, im Minus. Du musst wohl jetzt noch hier 280.000 bezahlen, oder was? 506.000 muss ich noch bezahlen. Und bin jetzt aber mit dem Kontostand... Nee, du musst, dein Kredit beläuft sich noch auf 208.000. Ja. Und meiner beläuft sich noch auf 100.000. Ja, hier, ich hab D-Mark. No. Achso, ja, stimmt, ja, ich krieg das ja in Euro. Ich hatte gerade einen Kontostand von einem Minus, jetzt habe ich ein Plus. Ja, ist klar, deine Züge fahren ja jetzt immer hin und her. Und deine Züge nehmen mehr ein, wie die Wartungskosten sich belaufen. Also kannst du schon mal ins Minus fallen. Ja, ich bin ja schon ins Minus gefallen. So, Moment, jetzt muss ich noch mal kurz warten. Aber doch nicht so viel. Doch, 1000 sogar plus. Ach so, Lane Pool nimmt plus 1000. Und mit dem anderen habe ich gerade 10.000 gemacht. Ich glaube, die eine Strecke kann ich wieder löschen. Na, ist ja egal, war E-Test hauptsächlich. Genau. So. Blut geleckt, Meister. Ja, ich würde sagen, wir können ja nachher, ich weiß nicht, ob du noch mal online sein willst, nachdem wir uns kurze Pause haben, können wir uns ja noch kurz mal beraten. Und an dieser Stelle, bis demnächst. Schaut auch auf unserem Kanal unsere netten anderen Videos, wir freuen uns gerne darüber, selbst über einen Abonnenten. An dieser Stelle sei noch gesagt, wir in Minecraft ist noch ein Gewinnspiel offen, in dem Sinne. Es ist ja kein Gewinnspiel, mehr oder weniger Gewinnspiel. Kann man es Gewinnspiel nennen? Darf man es Gewinnspiel nennen? Eher nicht. Keine Ahnung. Es ist eine Verlosung. Das ist das richtige Wort. Eine Verlosung. Es geht um eine PaySafe-Card. Wert egal, aber nichts höher wie in Euro. Nee, Spaß. Oh, mein Bus brennt. Ja, da hat er gerade eine Panne. Ist ja genial. Schön, dass wir das auch nochmal hier zeigen können. Ja, jetzt weiter. Ja, es geht um eine PaySafe-Card und das Gewinnspiel will ich an der Form wegnehmen. Schaut euch das Video an. Ich glaubte 43, 44, 45. Nee, Quatsch, die sind schon draußen. 47, 48, 49, 50. In den Videos irgendwo wisst ihr, um was es geht. Also, viel Spaß, mitmachen, abonnieren und gute Nacht. Ciao.